Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen, meine Damen, meine Herren! Im kommenden Jahr wird das Filmförderungsgesetz 50 und die Filmförderung in Deutschland 100. Selbstkritisch muss man, wenn man sich diese 100 Jahre ansieht, feststellen, das waren nicht immer nur ruhmreiche 100 Jahre. Begonnen hat es während des Ersten Weltkrieges. Der deutsche General und Hindenburg-Stellvertreter Erich Ludendorff schrieb damals einen Brief an das Kriegsministerium mit der Forderung, eine Vereinheitlichung der deutschen Filmindustrie herbeizuführen, um eine planmäßige und nachdrückliche Beeinflussung der großen Massen im staatlichen Interesse zu erzielen. Ende 1917 wurde dann die Universum Film AG, die UFA, gegründet, ausdrücklich auch mit dem Ziel der Außen- und innenpolitischen Propaganda. Filmförderung unter ideologischen Gesichtspunkten, das prägte die ersten Jahrzehnte der Filmförderung und spielte eine wesentliche Rolle in den beiden Weltkriegen. Das wird uns heute mit Sicherheit nicht mehr passieren. Filmförderung heute, das ist Raum schaffen für das kreative Potenzial der Filmschaffenden, die Freiheit der Kunst hochhalten, und damit vertragen sich auch alle Quotenfantasien der Opposition nicht, meine Damen und Herren. In den 60er Jahren, als das erste Filmförderungsgesetz verabschiedet wurde in Deutschland, wollte man vor allem den Film schützen gegenüber dem aufstrebenden Fernsehen. Der Film, das wissen wir heute, hat sich neben dem Fernsehen behaupten können, weil der Film auf die Wucht von Ton und Bild setzt, auf das spannende Erleben in der Gemeinschaft, auf die guten Schauspieler, auf die aufregenden Ideen. Kino, das wissen wir aber auch, ist heute neben dem Fernsehen nur noch dann interessant, wenn es wirklich großes Kino ist. Andernfalls kann man sich auch daheim eine DVD anschauen oder einen Film streamen, was ja auch eine eigene Qualität hat. Aber wir brauchen den großen, den schönen deutschen Film. Und genau das muss Filmförderung heute vorantreiben. Und ich meine, wir sind da sehr gut unterwegs. Mit gut 27% hat der deutsche Film im vergangenen Jahr einen neuen Rekord aufgestellt. 37 Millionen Besucher für deutsche Filme, das ist auch ein Spitzenwert. Und das ist natürlich nicht nur auf die Förderung der Filmförderungsanstalt zurückzuführen, sondern auf die Gesamtheit der Filmförderung in Deutschland, im Übrigen auch für die regionale Filmförderung. Die Kulturhoheit der Länder wurde bereits angesprochen. Die Filmförderung ist nicht überall gleich ausgeprägt, aber Sie werden verstehen, dass ich als gutes Beispiel an dieser Stelle Bayern anführen will. Es gibt den Filmfernsehfonds Bayern. Der erhält regelmäßig mehr Geld aus dem bayerischen Staatshaushalt. Bayern ist das Bundesland mit den meisten Kinos, mit den meisten Spielstätten. Bei uns muss man das Kino, wenn man noch nicht 18 ist, mit dem Mofa erreichen können. Das ist wahre Filmförderung. Bayern hat eine bedeutende Filmindustrie, ein Filmfest. Im Süden hat der Film einen guten Boden. Und allein im vergangenen Jahr wurden in Bayern 45 Kinofilme produziert. So manches andere Bundesland könnte sich bei der Förderung des Films an Bayern ein Beispiel nehmen. Ganz so schlecht kann unsere Filmförderlandschaft also nicht sein. Gleichwohl ist es richtig, dass es Fördermodelle gibt, über die wir in den nächsten Jahren auch diskutieren können. Immer noch ist Luft nach oben. Aber wir verharren ja auch wirklich nicht auf dem Status quo. Die Novelle des Filmförderungsgesetzes bringt spürbare Verbesserungen. Wir wollen die Förderung der FFH effizienter machen, wir wollen die Drehbuchförderung ausbauen und wir wollen das Abgabeaufkommen hochhalten. Deshalb wird es künftig mehr Fördermittel für weniger Projekte geben. Wir wollen mehr Klasse als Masse, mehr Qualität als Quantität, und das ist ein guter und richtiger Schritt. Es gibt mehr Geld für die Drehbuchfortentwicklung, damit wirklich gute Drehbücher auch verfilmt werden. Und das Abgabesystem wird an die wirtschaftlichen Entwicklungen angepasst. So werden etwa auch die Anbieter werbefinanzierter Videoabrufdienste abgabepflichtig. Und auch bei der Flexibilisierung der Sperrfristen haben wir die Interessen ausbalanciert. Das Gesetz erfüllt damit mehr als bisher noch seinen Zweck, nämlich den Film als Kultur- und als Wirtschaftsgut zu fördern. Und es ist natürlich kein Widerspruch, dass der wirtschaftlich erfolgreiche Film auch ein kulturell anspruchsvoller Film sein kann. Und gerade die deutsche Filmbranche liefert dafür viele, viele gute Beispiele.
Wir reagieren mit der FFG-Novelle auch auf ein verändertes Publikum, und das freut mich ganz besonders als Sozialpolitikerin, die ich auch bin. Ich finde nämlich, dass die Anforderungen an die Barrierefreiheit von Filmen ein großer Schritt sind. Das war schon eine Forderung meines Kollegen Hubert Hüppe aus seiner Zeit als Behindertenbeauftragter der Bundesregierung, die wir hier umsetzen. Künftig müssen geförderte Filme für Seh- und Hörbehinderte auch zugänglich gemacht werden mit einer kinogeeigneten Qualität. Und das ist ein Schritt, der mich ganz besonders freut. Und so meine ich, dass wir mit dem neuen Filmförderungsgesetz in ein gutes 50. Lebensjahr gehen können. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke hat nun die Kollegin Huppach das Wort.